Steigerungsform des Einsteigervideos für Anfänger, und zwar für Fortgeschrittene. Wir fangen an mit der vorderen Kette. Sie können sich gerne festhalten, den Fuß auf den Schrank legen, dass ich quasi in der vorderen Kette auf Länge komme, die Hüfte aufrichten, das Becken nach hinten, den Oberkörper leicht nach hinten lehnen, um auf Länge zu kommen. Und jetzt drücke ich mit dem Fuß in den Schrank rein für die Aktivität, für das Muskellängentraining. Schalte es für 10 Sekunden. Danach kann ich ein Stückchen weiter nach vorne gehen, für nochmal mehr auf Länge zu kommen. Und auch hier wieder für 10 Sekunden oder für 3-4 Atemzüge. Gut, für die hintere Kette, auch hier können Sie sich festhalten, den Fuß auf den Schrank legen, die Zehen nach vorne ziehen, leicht nach vorne lehnen, um richtig auf Länge zu kommen des Muskels. Und auch hier wieder nach unten in den Schrank drücken. 10 Sekunden halten, dann kann man wieder leicht in die Hocke gehen mit dem anderen Bein oder noch ein Stück versuchen, sich nach vorne zu legen und dann wieder für 10 Sekunden nach unten drücken. Für die innere Kette können Sie sich auch einen Stuhl holen oder irgendwas, was in der Nähe ist, zum Festhalten. Den Fuß seitlich auf den Schrank und auch hier jetzt auf Länge in den Schrank nach unten drücken. Wenn Sie das noch etwas steigern wollen, können Sie noch ein bisschen in die Hocke gehen und auch hier nach unten drücken. Für die beidseitige Aktivität können Sie dann natürlich auch wieder in Richtung Spagat gehen und dann hier auch ein wenig weiter und wieder zusammendrücken. Für die Steigerung der äußeren Kette den Fuß wieder nach hinten und hier können Sie jetzt den Arm mitnehmen, um auch hier in die Länge der Kette zu kommen und dann auch wieder nach unten drücken. Oder auf dem Bürostuhl quasi hier seitlich auflegen und dann hier nach unten drücken. Gut, das war kurz und knapp, die Hüfte für Fortgeschrittene.